So, da wären wir auch schon wieder. Und ich habe es mir in der Zwischenzeit überlegt. Also das hier mit der Mauer kann ruhig so bleiben. Ich weiß nicht, wie gut ihr das sehen könnt. Aber ich zeige es euch am besten gleich tagsüber mal. Ist ja so, dass die Mauer direkt durch ein so ein Teil durchgeht. Also Tile. Das ist ja. Wie viele Felder sind das? Es gibt keine richtigen Felder. Aber ja, ein so ein Kästchen ist für mich ein Teil und die Mauer geht genau mittendurch. Deswegen sieht es ein bisschen komisch aus, weil der Boden halt unterschiedlich ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Aber nicht so schön, wie es halt sein könnte. Aber ich denke mal, ich werde eh den ganzen Boden hier rausreißen und später ist alles so eine Steinwüste wie hier. Und da wird es keinen Unterschied mehr machen. Außerdem passt das so wesentlich besser, wenn wir es gerade runterziehen. Aber gut, das war die eine Sache. Das nächste, wir wollen heute Holz hacken. Denn wir brauchen ganz viel Holz. Und wir brauchen noch mehr Steine. Wie schaut es sonst so mit Ressourcen aus? Wir haben ein bisschen was zu essen, nicht wirklich viel. Wilsons Bart kommt langsam durch. Das heißt, wir können auch langsam daran denken, eine Fleischstatue zu bauen. Wobei wir dafür erstmal das gute Fleisch bräuchten. Gutes Fleisch, gutes Fleisch. Wäre da unten bei den Schweinen. Aber ist ja schon eine Ecke weg. Nee. Und eigentlich sollten wir die nächsten ein, zwei Tage auch weiter hier die Spinnen töten. Damit die gar nicht erst dazu kommen, sich auszubreiten. Ah, müssen wir mal gucken. Erstmal Holz. Alles schön mitnehmen. Und warum lag da ein Rocky Turf? Oh, apropos Rocky Turf. Da habe ich auch in den Kommentaren gelesen, vielen Dank nochmal dafür, dass der Rocky Turf doch da, Rocky Turf doch dafür da war. Oh Mann, war das ein Zungenbrecher. Der ist auf jeden Fall dafür da, Straßen zu bauen. Hatte ich vor ein, zwei Folgen auch schon mal erwähnt, aber dann wohl irgendwie wieder vergessen. Das passiert ja doch ab und an mal. Bei mir. Daran sollte ich auf jeden Fall auch noch denken. Straßen. Unter was sind Straßen? Gehen wir mal zur Forschungsmaschine. Strukturen. Pickhouse, Birdcage, Mauer, Cobblestone. Ein Rocky Turf und ein Brett. Das ist ja echt nicht viel. Machen wir jetzt mal ganz viele Bretter. Nehmen wir unseren Rocky Turf. Können wir dich jetzt so bauen oder müssen wir jetzt mal erforschen? In Anführungszeichen. Steinmauer. Achso, wir müssen näher an die Maschine ran. So, Cobblestone. Ah, sehr schön. Das muss man auch nicht so fortsetzen. Das kann man sich quasi auf Vorrat halten. Gucken wir mal. Du. Achso, man kann es nur. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Man kann. Achso, man muss den Boden erstmal vorher ausheben. Ja, okay. Das macht natürlich irgendwie Sinn. Also mache ich jetzt mal hier weiter Platz. Auch wenn ich nicht wirklich zufrieden damit bin, dass hier unser einziger Zugang ist. Weil man halt nicht direkt an das Wasser eine Mauer bauen kann. Aber ja, das ist unser Haupttor. Ja, egal. Cobblestone. Wir hätten jetzt gerne. Was passiert, wenn ich es hier hinsetze? Gibt es denn hier eine Verbindung? Nein, gibt es nicht. Das ist schade. Heißt, wir brauchen noch mehr davon. Zack. Zack. Und die können wir jetzt auch ohne die Maschine bauen. Richtig? Richtig. Sehr schön. Jetzt hätten wir gerne nochmal da eine Straße. Dann, das sieht so eklig aus. Ja, das kommt mal wieder weg. Gott sei Dank kriegen wir das wieder. Also ja, das sieht echt übel aus. Ich hätte irgendwie gedacht, dass es automatisch sich mit der Straße hier verbindet, aber nix da. Naja, komisch. Na gut, Cobblestone. Jetzt haben wir das Problem mit der Mauer wieder. Ne, komm, das bleibt erstmal so, wie es ist. Und das ewige Platzproblem. Ja, okay. Bärenbusch. Können wir erstmal irgendwo hinplatten? Da. Bären können wir gleich essen. Gold kann ich hier erstmal auf dem Boden. Und wir haben noch gar keine Kisten, richtig?
Wir hatten kein anderes Lager. Das heißt, Bretter haben wir genug. Wir hätten gerne eine Kiste und dafür haben wir nicht genug Bretter. Zu viel zu tun, zu wenig Zeit. Und mit einem Holz kommen wir noch nicht sehr weit. Das heißt, gleich mal neue Bäume anpflanzen. Und unser Kohlewäldchen da oben werden wir wahrscheinlich auch abholzen. Noch haben wir genug Bodenbelege in der Umgebung. Wobei auch das langfristig alles verschwinden wird. Also ich denke mal, den ganzen Bereich werden wir mit der Zeit abfarmen. Jo. Was wollten wir noch? Der Tag ist gleich rum. Wir können noch ein wenig Steine hacken. Dafür brauchen wir aber erstmal eine Spitzhacke. Ting. Sehr gut. Die drei Steine werden wir noch hinbekommen. Und morgen müssen wir weiter gucken. Aber ich denke mal, die Spinnen werden da die oberste Priorität haben. Einfach nur, damit wir langfristig keine Probleme aus der Richtung haben. Dann sollten wir ebenfalls die Mauer schön weiterbauen, damit wir bei dem nächsten Wolfsangriff einigermaßen geschützt sind. Und dann können wir bei dem einzigen Zugang oben ja auch irgendwas hinpacken, um uns zu schützen. Also zum Beispiel die Fallen. Wir haben ganz viel Rocky Turf. Haben wir auch andere Bodenbelege? Ja, hier. Forest Turf. Ja, komm, raus da. So, die können wir verbrennen. Oh, warte mal. Na, muss ich mir überlegen. Also es kann ja auch gut sein, und irgendjemand meint es auch in den Kommentaren schon, dass Bäume auf dem dunklen Gras besser wachsen. Das wäre natürlich ärgerlich, aber es scheint so, als wenn sie auch hier wachsen würden, nur halt nicht ganz so schnell. Weil sonst hätten wir die ja gestern gar nicht, also heute Morgen gar nicht abholzen können. Die waren ja schon auf der dritten Stufe oder so. Na gut. Cobblestone. Was machen wir mit dem Cobblestone? Die Straßen sehen echt doof aus. Ich lasse den Cobblestone erstmal hier. So. Gold. Gold. Goldwaffen. Werkzeuge. Hammer, Razor, Luxusaxt. Wir haben keine Stickies. Die sind auch noch nicht da. Das ist ärgerlich. Haben wir denn Stickies in der Nähe? Hier oben bei den Bienen natürlich. Nee, will ich nicht. Hier sind noch zwei Büsche, das ist nicht wirklich viel. Aber gut, bereiten wir uns schon mal auf den morgigen Tag vor. Ich würde gerne die Spinne zu hier bleiben. Das kann ich hier bleiben. Schaufel kann hier bleiben. Die Rüstung ziehen wir an. Das Holz bleibt hier. Das Gold bleibt hier. Und das muss ich auch nochmal testen. Irgendjemand meinte, dass wenn ich Blumen esse, dass dadurch meine geistige Gesundheit runtergeht. Das wäre komisch. Also 93? Wow. Ja, zwei Punkte weg. Das ist ja übel. Das hat nichts da bewirkt. Okay, aber ich hätte eine Garlande draus machen können. 12 Stück. Oh weia. Okay, lassen wir das. Das heißt, man pflückt Blümchen, das beruhigt einen, dann macht man daraus eine Garlande. Und was macht man mit der Garlande dann? Musste man die dauerhaft tragen und es wurde dann schneller regeneriert, die Geistesgesundheit? Oder kann man die danach quasi wegwerfen? Damit müssen wir auch noch ein bisschen rumexperimentieren. Aber ich werde auf keinen Fall wieder so extrem rumexperimentieren wie letztes Mal. Das war ja doch ein wenig zu viel. Auch wenn wir dadurch recht schnell gesehen haben, was es denn so alles gibt in der Richtung. So, du kannst auch hier bleiben. Du bleibst auch mal hier. Und wir sollten was essen. 71. Noch was rausgefunden. Man sollte kein Monsterfleisch essen. Das hat die geistige Gesundheit auch gerade ganz schön runtergeprügelt. Das heißt, wir werden jetzt doch keine Spinnen töten. Ist doch alles doof. Also ja, wir werden keine Spinnen töten, weil sobald wir Spinnen sehen oder gegen Spinnen kämpfen, verlieren wir ja noch mehr geistige Gesundheit. Was, ich werde jetzt noch ein bisschen Kleinkram machen, noch ein paar mehr Steine einsammeln und dann gucken, ob ich irgendwo Blumen finde.
Nebenbei könnten wir auch überlegen, was denn noch so geistige Gesundheit wiederherstellen kann. Ja, wir hören schon wieder Stimmen. Das ist nicht gut. Zum Beispiel Angeln. Ich denke mal, Angeln könnte auch ganz schön beruhigend wirken. Wir haben da unten einen Sumpf mit Teichen. Könnte man testen, aber die sind ganz schön weit weg. So, keine Blumen auf dunklem Gras. Kommt hier auch irgendwann ein helles Gras? Oh, Stickies. Wir brauchen ganz viele Stickies. Und der Baum ist gerade so schön groß, den nehmen wir auch noch mit. Oh, da oben kommt was angekrabbelt. Machst du was? Nö. Sehr gut. Holz, 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 Holz. Zurück auf den Weg. Ich glaube, ich laufe ein bisschen weiter runter. Wir kommen zwar recht weit weg von unserer Basis gerade. Aber ich will unbedingt Blümchen finden. Oh, der ist schön groß. Aber ich will halt unbedingt Blümchen finden. Denn ich will es nicht schon wieder haben, dass wir hier immer weiter runtergehen. Weil wenn die Monster jetzt schon auftauchen, könnte es nachts extrem übel werden. Zumal wir ihn nachts geistige Gesundheit verlieren. Ja, müssen wir gucken. Und hier ist immer noch dunkles Gras. Das ist doch doof. Gib mir Blümchen. Sonst müssen wir halt... Ah. Okay. Sonst müssen wir halt echt anfangen, ein Netz zu basteln und die Schmetterlinge zu jagen. Mit Hilfe von den Schmetterlingen soll es ja irgendwie möglich sein, neue Pflanzen anzubauen. So, dich erst mal. Und wenigstens kriegen wir ein paar Stickies. Wir sollten aber ein halbes Auge auf die Zeit haben. Na, Sumpf sollten wir nicht hin. Weil wir auch wieder zurücklaufen müssen. Wir haben ja noch nicht so viele Basislager außerhalb von unserem Hauptlager, was wir unbedingt ändern sollten. Haben wir genug Steine? Nee, haben wir nicht. Schade. Aber wir haben dafür inzwischen wenigstens genug Stickies, um zwei goldene Werkzeuge herzustellen. So, Karte. Schweinekönig, da haben wir aber auch noch kein Lagerfeuer. Na, wir haben sehr viel zu tun. Aber hoffentlich auch genug Zeit. Mal gucken, wie der nächste Wolfsangriff ausgeht. Oh, da sind Steine. Aber nee. Keine Zeit, wir müssen nach Hause. Wir müssen ganz schnell nach Hause. Denn ich will nicht im Dunkeln großartig rumlaufen. Das tut dem armen Wilson gar nicht gut. Ja, ja, sehr schön die Änderungen, die jetzt eingeführt wurden. Ich bin schon gespannt, was übermorgen kommt. Da ist ja der nächste Patch schon angesetzt. Da nach oben. Aber ich denke mal, da der letzte Patch ja so recht groß war mit der geistigen Gesundheit und allem, werden die nächsten Patches erstmal wieder Kleinkram sein. Auch wenn ich natürlich mich gerne überraschen lasse. Aber man sollte auch nicht zu viel verlangen. Die leisten da echt gute Arbeit. Oh, nicht in das Wohnmobil springen. Na, und zeitig wieder zu Hause. Sehr schön. Wir hätten gerne wieder unseren Rucksack. Die ganzen Steine können dahin, Flintstone kann dahin. Grasbüschel kommen mit. Und dann hätten wir gerne Seile. Viele Seile. Und Steine. Irgendwie denke ich immer, dass man auch Seile braucht für die Steinmauern, aber das sind ja echt nur zwei Steinblöcke. Na gut. Strukturen, Steinmauer. Zing, zing, zing. So, und jetzt schnell, bevor es dunkel wird. Da, da,